Hallo, Dominik hier von fkfilme.de. Ich bin hier am Stand von JVC. Es ist der dritte Tag, den ich gerade auf der IFA bin. Und JVC hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, hier den Projektor einmal zu tauschen. Der DLA NX9 ist jetzt hier endlich ausgestellt. War gestern leider noch nicht da. Aber zu meiner Freude können wir den jetzt auch einmal zeigen, weil es gibt ja doch da kleine Unterschiede, auch in der Ausstattung. Hier haben wir zum Beispiel auch native 4K-Auflösung, aber dieser Projektor nutzt dann auch die E-Shift-Technologie, die JVC in seinen Vorgängermodellen immer genutzt hat, um auf 4K hoch zu skalieren. Hier skaliert man dann bzw. shiftet, also es wird ja der Pixel immer um 0,5 verschoben, auf 8K-Auflösung hoch. Diese trifft dann auf die Leinwand, ist aber keine native 8K-Auflösung. HDR ist auch mit dabei, 2200 Lumen Lichtleistung, automatische HDR-Anpassung, also man muss da nicht mehr so in die Einstellungen gehen extrem, wenn man jetzt zum Beispiel zwischen SDR und HDR-Inhalten wechselt. Und was auch ein großer Vorteil ist oder was viele sicherlich freuen wird, ein optimiertes Clear Motion Drive unterstützt jetzt Signale mit 4K 60p und 444 Farbunterabtastung. Im Gegensatz zu den anderen Geräten hat dieser hier eine Linse mit, also ein Vollglasobjektiv mit 100 mm Durchmesser. Ich glaube, das sind allein 18 Linsen verbaut, 19 Komponenten für die Linse mit Aluminiumkorpus. Auch das ganze Chassis ist neu. JVC hat hier nicht nur einfach nur ein kleines Upgrade von den Vorjahresmodellen, sondern wirklich ganz neu konzipiert. Auf der Rückseite haben wir zwei HDMI-Eingänge mit HDCP 2.2, volle 18 Gigabit Durchlauf, USB, LAN, ja, und hier hinten noch die Steuerelemente. Mehr Informationen zum Gerät. Ah ja, was noch wichtig wäre, ich glaube, der kostet 14.999, also 15.000 Euro und soll auch noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Mehr Informationen auf fkfilme.de, abonniert unseren YouTube-Kanal oder gebt unser Video einen Daumen nach oben.